Ja, hallo miteinander. Wir sind hier auf dem Autokorso noch im Schießhallplatz in Schwäbisch Gmünd. Und hier sammeln sich noch momentan die Leute. Muss sagen, für das erste Mal heute Autokorso in Schwäbisch Gmünd haben sich doch recht viele Leute schon versammelt. Finde ich richtig ganz toll, die Sache. So. Jetzt tun wir mal ein bisschen einen Rundumblick machen, wer so alles da ist. Also eine wirklich ganz tolle Sache hier. So, jetzt schauen wir mal noch ein bisschen rum. Ja, kannst du dann die Zelle nehmen Achtung. So, Alex. Gut, danke. So, jetzt machen wir wieder weiter. Organisatorisch muss man natürlich immer ein bisschen aktuell sein. Jetzt schauen wir mal hier alles vor Ort, welche alles dort ist. So, jetzt hallo miteinander, stefan-live.de. Ich werde heute hier den Autokorso live begleiten und fleißig filmen. Gratuliere. Ja, danke für das Kommen. Super. Schön. Zeig mal die Flagge. Love. Wins, genau, und das ist vollkommen richtig. Wir sind zusammen und wir lassen uns nicht trennen. Das ist genau richtig. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. So, es werden immer mehr Autos hier. Finde ich richtig gut für das erste Mal. Okay, die Polizei ist jetzt auch da. Die werden jetzt wahrscheinlich die ganze Geschichte mit protokollieren oder wie auch immer, ob das hier alles richtig funktioniert. Sehr schön. Gut, so. Ganz tolle Sache. Also es summiert sich, es werden immer mehr Autos. Richtig toll, die ganze Geschichte. Also ich bin überrascht, da winkt jemand, hallo. Sehr schön. Wir gehören alle zusammen. Wir müssen zusammenhalten, finde ich ganz toll hier. Ja, genau, finde ich ganz, ganz toll. Und die Leute haben auch die Fahne auf der richtigen Fahrerseite drauf, so dass man das natürlich auch, wenn die Autos vorbeifahren, dann auch gut sieht. Das ist vollkommen richtig. Ja, genau. Nee, Stefan-Live, YouTuber und alles. Hab erst im Mai angefangen mit der ganzen Geschichte. Nein. Ich komme bei Oberkochen. Ja, also einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, ja, dass ihr live streamen könnt. Momentan kann ich es noch nicht, weil ich die 1000 Abos noch nicht habe. Telegram bin ich auch drauf. Ja, Telegram, YouTube, dann bin ich BitDude, bin ich auch noch drauf. Habe auch eine eigene Homepage, stefan-live.de. Ja, Freile, das Video ist der Burner, hat also sehr, sehr viele Klicks erreicht. Also es ist wirklich... Ja, genau. Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, Cabrio Frischluft ist natürlich auch hier vorhanden. Ganz toll. Finde ich toll, dass natürlich hier, Wunder mal, steht da drauf. Machen wir ein bisschen Schleichreklame oder auch nicht. Okay, toll, wirklich toll, die ganze Geschichte hier. Also es sind sehr, sehr viele Leute da fürs erste Mal. Finde ich wirklich gigantisch. Ja, und wie das hier sieht, werden wir natürlich auch hier oben von der Polizei mit einem Helikopter begleitet. Ist natürlich wahnsinnig gefährlich, die Demo. Aber wie gesagt, die müssen sich jetzt schon ein bisschen vorbereiten, denke ich mal, wenn der große Lockdown kommt und die Leute dann alle eingesperrt werden und so weiter. Ja, gut, jetzt warten wir mal, schauen wir mal nochmal. Ja, wie es aussieht, geht es jetzt los. Also, dann werden wir mal hier mal schauen. Der Autokorso bewegt sich. Jawohl, sehr schön. Jetzt kommen natürlich auch fremde Fahrzeuge mit rein. Es werden immer mehr. Riesengroß, der Autokorso. So, jetzt ist schön. Wunderbar. Jawohl.
Es bewegt sich was im wahrsten Sinne des Wortes. Durch die Corona-Krise sind natürlich viele Leute bewegt, was zu tun, miteinander anstatt gegeneinander. Die Denunzierung, was die Politiker und so weiter vorhaben, die Spaltung, wird hier natürlich entgegengesetzt mit viel Energie. Und das finde ich natürlich sehr, sehr positiv. So, und es hört gar nicht mehr auf. Der Autokorso, der geht in Richtung Waiblingen, von Schwäbisch Gmünd Richtung Waiblingen. Und dann dreht er dann auf der B29 und fährt dann wieder zurück zum Schießtal. Und ich werde natürlich davon aktuell vom Geschehen des Ortes berichten. Anders wie die Mainstream-Presse. Die kommen bloß immer kurz vorbei und sagen Hallo, wollen ein paar Sachen wissen und dann sind sie wieder weg. Finde ich natürlich weniger gut. Sehr schön. Gut. Also, es wird immer mehr, immer mehr. Es hört gar nicht mehr auf. Das ist, sind gefühlt wahnsinnig viele. Also, fürs erste Mal von Autokorso hier in Schwäbisch Gmünd habe da der Alex und der Kai wirklich ganz toll was auf die Beine gestellt. Wirklich sehr, sehr schön. Das ist Wahnsinn. Das hört gar nicht mehr auf. Das ist toll. Und vor allem, die kommen von überall her. Selbst hinterm Bodensee, Stuttgart sind sie extra hergekommen. Man sieht es teilweise von Karlsruhe. Man sieht es teilweise von den Auto-Kennzeichen, wo sie herkommen. Also, hallo. Super, ganz toll. Wirklich, wirklich ganz toll, die ganze Geschichte. Jawohl. Das ist schon mein Zuhören miteinander. Ja, ist einfach toll, die ganze Geschichte. Ja, und auch fremde Leute lasst uns immer wieder mal ein bisschen rein. Ihr seht, hier wird was bewegt. Ganz toll. Sehr schön. Wahnsinn. Also ich bin jetzt schon ein bisschen geplättet, dass jetzt doch noch so viele Leute hier sind. Hätte ich also wirklich nicht gedacht. Ja, und ein bisschen Werbung in eigener Sache. Bitte abonniert meinen Kanal bei YouTube, dass ich dann auch live mal übertragen kann, die Klickrate. Und die Abo-Rate ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Meine Homepage ist auf Stefan mit PH und minus live, live mit V.de. Und da kann man natürlich die ganze Sache auch immer aktuell verfolgen. Was so abgeht generell in der ganzen Geschichte mit den Beschränkungen mit Corona und den Irrsinn, was da manche Leute fabriziert. Also immer aktuell auf stefan-live.de zuschauen und ihr seid informiert. So, jetzt drehen wir mal geschwind ein bisschen rum. Schauen wir mal, den Autokorso. Ah, jetzt geht er wieder weiter, jetzt muss ich wieder zurück. So, und alles live habt ihr drauf. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, sehr schön. Ah, jetzt kommt das Endfahrzeug, sehe ich demnächst hinten. Auch toll. Jawohl. Wunderbar. Coole Sache. Hallo. Das Wetter macht auch mit. Genau, super. Wetter macht auch mit. Hervorragend. Alles gut. Super. Vielleicht schließen sich ein paar neue dazu, die es noch gar nicht wissen. Genau, so alles klar. Ja, es sind natürlich ein paar Fremde dazugekommen. Die wollten nicht drauf, aber man hat gesagt, geht. Die haben sich geoutet, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Ist auch in Ordnung. Wie gesagt. Die wissen zwar nicht, um was es geht, die Leute, aber sie wollen es halt nicht. Aber das ist auch in Ordnung. Polizei ist hinten drin auch noch. Hi, servus. Drehen wir mal ein bisschen vor. Und ich finde es ganz gut, dass die Jugend hier auch mitmacht. Ja. Die Jugend macht mit. Selbst der Hund. Upsala.
Und jetzt hat's. Da hinten ist noch ein. Ja, genau. Ah, super, toll. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen in die Seite gehen. Es geht wieder weiter. Ganz toll, die ganze Geschichte. Und so. Ja, jetzt kommt dann gleich das Endfahrzeug hierher. Und dann muss ich dann abklemmen, kurz einen Break machen. Und. oh je, so eine Maske aufsetzen im Freien. Da merkt man mal, wie hohl die Leute sind. So, jetzt gibt es einen Ortswechsel. Ja, jetzt hallo, ich bin nochmal da. Jetzt habe ich mich ins Fahrzeug begeben und sehe jetzt mal hier, stehen wir unter der Brücke noch in Schwäbisch Gmünd. Und ja, der Auto Corso ist ein bisschen jetzt gesammelt und finde ich richtig cool, die ganze Geschichte. Und jetzt müssen wir uns dann natürlich auf der B29 schauen, dass wir dann wieder alle zusammenkommen. So, jetzt sind wir wieder dazugeschaltet und jetzt werden wir mal den Autokorso mal ein bisschen, upsala, mal andersrum schwenken. Mal so langsam mal ein bisschen begleiten von der Beifahrerseite. So, ich glaube, ich muss nach vorne schwenken ein bisschen. So. Hoffen wir, dass wir das jetzt so einigermaßen drauf haben. Und jetzt schauen wir mal. Die Autos natürlich alle schön in Reihe und Glied. Ja, sind wir sogar ein bisschen schnell unterwegs, wo eigentlich nicht unbedingt sein müsste. Okay, da hat jemand. Ah, sehr schön, da filmt jemand auch mit von uns. Hat angehalten. Und ja, wirklich ganz toll, die ganze Geschichte. So, wenn ein Telefonanruf reinkommt, muss ich halt sagen, dass man gerade alles mit aufnehmen, gell? Jo, so. Die Fahnen kann man auch lesen von der Seite. Das finde ich sehr schön. Und man sieht es auch hier, von überall kommen die Autos her. Ganz toll, die ganze Geschichte. Alle wissen, was zu tun ist. So. Abstände werden auch eingehalten. Abstände, genau. Mehr wie 1,50 Meter werden auch eingehalten. Obwohl Autoabstand ist schon mal ein bisschen größer. Das sind halt dann 2,50 Meter. Aber egal. Ein kleiner Joke, kleiner Witz am Rande. Muss natürlich auch mal gemacht werden. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, sind eigentlich keine Fremde zwischendrin. Sind jetzt alle zusammen. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir nehmen gerade auf. Ja. Ja, genau, weil die geklaut gehabt wurde und so, die Stimole mit. Ja, sind viel zu. Also gut, jetzt sind wir gerade mal überholt. Jetzt kommt eine größere Lücke zwischen euch. Und ich denke mal, ihr seht es da vorne. ja, okay. Kein Empfang mehr. Ein bisschen seltsam die ganze Geschichte. Okay, jetzt sollen wir mal wieder mal zwischen einmal einen Break machen. So, jetzt sind wir wieder dabei. Und schauen wir mal wieder den Konvoi. Wollen wir jetzt wieder ein bisschen mitverfilmen. Mitfilmen, nicht verfilmen. Oder ist schon eine Fahne abhanden gekommen? Zwei. Ja, man merkt, der Hersteller hat da keine gute Qualität geliefert. Finde ich ein bisschen traurig. Jo. So. Okay, schön, schön, schön. So, jetzt tun wir mal wieder einschalten.
Jetzt haben wir mal ausnahmsweise mal ein bisschen Begleitung von der Polizei, so wie es eigentlich auch gehören würde bei einer Demo, dass man da nicht irgendwie jetzt, ich sag's mal, alleine rumfährt oder sonst was. Also ich kenne das ja normalerweise so, dass bei einer Demonstration oder wie auch immer Fahrzeug von der Polizei vorausfährt und hinterdrein fährt. Und dass hier natürlich die Auflagen komplett alleine waren, dass man in keinster Weise Polizeibekleidung hat, hat mich ein bisschen, muss ich sagen, sehr, sehr irritiert. Aber ich denke mal, sie werden jetzt schauen, doch ein bisschen begleiten, weil es ist halt so, es ist natürlich doch auch eine, ich sag's mal in Anführungszeichen, eine Behinderung des Straßenverkehrs, was ja eigentlich auch sein sollte, die ganze Geschichte. Und ja, da bin ich ja gespannt, was dann von den Mainstream-Medien oder in den Presseberichten von der Polizei dann drinsteht mit der ganzen Sache hier. So, jetzt sind wir wieder in Schwäbisch Gmünd angelangt, am Platz des Startes, und schauen wir mal so, wie die jetzt hier so langsam reinkommen. Machen wir das Mikrofon mal wieder weg und filme den Konvoi hier. Man hört es, die Begrüßung ist natürlich super. So. Jetzt riecht voll, super, wunderbar, toll. Die Leute kommen, schön, schön, schön. Ja, da hat es natürlich auch ein paar Fahnenflüchtige dabei, denen wohl die Fahne abhanden gekommen ist, wo wir doch ein bisschen schneller fahren mussten. Aber ganz, ganz toll, haben sich bestimmt auch der eine oder andere sich vielleicht dem Autokorso angeschlossen. Toll. Ja, das ist halt das Blöde, wenn man keine Polizei voraus beim Fahren hat und am Ende hat, dann wird sich natürlich so ein Autokorso ein bisschen auflösen, die ganze Geschichte. Und das ist natürlich nicht so toll. Ich denke mal, vielleicht aber auch gewollt, dass ein Korso nicht auffällt. Und das ist natürlich gerade, ja, man will das natürlich auch ein bisschen unterbinden, die ganze Geschichte. Ja, schön, 1,90 Meter Balken hinten, da ist natürlich Probleme, dass alle Autos durchfahren können. So, jetzt schauen wir mal, bis dann alle wieder hier sich versammelt haben, hier auf dem Platz. Schön, winke, winke, haha, toll. Richtig toll. Ja, richtig toll. Die Leute kommen zahlreich wieder an. Ja, man hört es auch. So, wunderbar, wunderbar. So, jetzt kommt der weitere Schub vom Konvoi. Jawohl, gut, jetzt sind wir auf dem Fahrtgelände. Sehr schön. Ja, es sammelt sich so langsam wieder. Alle gut angekommen, so sollte es auch sein. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Ja, leider konnte man natürlich beim Autofahren schlecht filmen, die ganzen Autos. War ein bisschen schade, eigentlich. Wunderbar. So, es sammelt sich so langsam. Schön. Also man merkt, es waren doch ein paar Autos am Start, ein paar mehr Autos, als ich eigentlich gedacht hatte. Muss ich sagen, positiv. Natürlich, wenn man das erste Mal eine Veranstaltung macht, ist natürlich das eine oder das andere nie hundertprozentig.
was umgesetzt wird oder man machen kann oder wie auch immer, dass nicht alles hundertprozentig funktioniert. Aber ich denke mal, fürs erste Mal ein Autokorso hat es recht gut geklappt. Und ja, wenn dann wieder ein neuer Autokorso mal stattfindet, kann man ja natürlich die Probleme, was im sich nur jetzt hier rauskristallisiert hat oder sonst was, kann man das natürlich dann ein bisschen ändern. Und ja, Mensch, es hört gar nicht auf. Die Polizei kreist natürlich auch wieder oben drüber. Und die Polizei kommt als Schlusslicht, in Anführungszeichen. Oh, da bin ich jetzt schon gespannt, was die zu sagen haben dann. Gut, jetzt schauen wir mal. Dahinter kommt nochmal jemand, noch einmal ein paar Stückler hinter Polizei. So. Gut. Wunderbar. Jawohl, super. Jawohl, gut. So, ich denke mal, jetzt würden es wieder alle hier sein, angekommen sein. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen hier nochmal in die Menge rein. Filmen wir nochmal von den vielen Autos, wo da dabei waren. Muss ich sagen, ja, doch. Schwer in Ordnung, die ganze Geschichte. Finde ich toll. Super. Gut. Jetzt kommen nochmal zwei Nachzügler, sehe ich gerade. Wunderbar. Ja, wunderschön. Die ganze Geschwinde. So, gut. Dann warte ich mal vor. Ich denke mal, dass jetzt gleich dann die Polizei noch zur Lagebesprechung mit den Organisatoren sich in Verbindung setzen. Schauen wir mal. Oder, nee, die bleiben sitzen. Okay, gut. Dann tue ich mal zwischendurch einen kleinen Break machen. So. Gut. Also, sammelt sich wirklich toll. Spitzenmäßig. Also, fürs erste Mal alle Achtung, muss ich sagen. Super gut gelungen. Ist gut gelungen. Jo, gut. Dann möchte ich mich zuerst mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr alle gekommen seid, so viele, das ist der Hammer. Und dass ihr alle so toll mitgemacht habt. Es war jetzt organisatorisch stellenweise ein bisschen chaotisch. Wir haben daraus gelernt und werden es nächstes Mal noch verbessern. Es wird wieder ein Autokorso geben und ich hoffe, dass ihr wieder zahlreich kommt. Und wer seine Flagge noch kaufen will oder noch eine zusätzliche Flagge hier kaufen will, kommt einfach kurz zu mir ins Auto. Alles klar. Dann hätte ich noch vielleicht, dass du sagst, die Leute, die alle Filmmaterial hin, dass sie das bei euch postet oder wo man einen Link hat. Und wer gefilmt hat, bitte in alle Gruppen stellen, wie toll der Autokorso war, dass nächstes Mal noch mehr Leute kommen. Dankeschön. Und dann ist damit offiziell aufgelöst. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Bis nächstes Mal. So, war trotz allem ein riesiger Erfolg. Für das erste Mal ungeübt eine Demo zu organisieren und sonst was, muss ich wirklich sagen, war trotz allem wirklich eine ganz tolle Leistung. Jung Power muss voran. Super.